Ja, bitte, Spiel fortsetzen. Das letzte Mal sind wir in der Zisterne stehen geblieben. Und ich bin gespannt, wie es heute weitergehen wird. Denn ich bin mir nicht mehr sicher, da es da zwei, drei Wege gab, jetzt, was man als nächstes tun muss. Aber wir werden es gleich gemeinsam herausfinden. Denn ich weiß es einfach nicht mehr. Hier ist der Steuerungsraum. Aber ich glaube, wir können auch schon da drüben auf die andere Seite. Ich weiß nur nicht mehr genau, was es da gibt. Das ist das Problem. Oh, ich lese mal eben kurz. Ich glaube, da geht es richtig in die Zisterne. Da man die Wasserläufe aufschrauben kann, aufdrehen kann. Ja, hier ist die Zisterne. Das zeige ich euch später. Da kann man Ventile verstellen, um das Wasser da unten in dem Gang abzulassen. Oh, dazu später mehr. Jetzt bin ich ja schon wieder für Geld gesprungen. Da wollte ich lang. Zum Steuerungsraum. Aber hier fehlt, glaube ich, irgendwas. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brenneburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Das hört sich sehr episch an. Wie ich finde. Hallo Steuerungsraum. Also ich hab... Oh oh. Nein, geh weg. Herbert, did we find this? You have me gefunden. An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel. But things don't always turn out the way we planned. Lass Daniel in Ruhe. Also irgendwas haben die hier gefunden. Ich weiß auch nicht was. Ich weiß nur, dass wir hier jetzt gleich zwei identische Räume vorfinden werden. Spiegelverkehrt gebaut. Und dass da irgendwas mit Gewichten ist. Ja. Habe ich noch nicht in Erinnerung. Die Gewichte hier liegen alle auf dem Boden. Wie man unschwer erkennen kann. Hey, das Rohr brauchen wir. Komm schon grad mal mit. Der Steuerungsraum. Oh, hier ist kein... Hier ist das Monster nicht, glaube ich zumindest. So, und hier auf der Seite könnt ihr auch schon sehen. Hier ist es alles schon, so wie das sein muss mit den Gewichten. Alles ziemlich ausgeglichen. Und das Rohr nehmen wir auch schon mal mit, denn wir brauchen gleich die zwei Teilstücke hier. Warum, wieso, zeige ich euch dann. Die Kisten brauchen wir auch. Brauchen wir, ja, vielleicht, weil ich stelle die immer unter den Steuerungsraum. So. Jetzt erstmal kurz gucken, was haben wir denn hier? Noch Zünderdosen? Oh, es fehlt noch ein Rohrstück. So, das lassen wir jetzt erstmal alles so hier. Kurz noch mal einen Blick da drauf werfen. Denn wir müssen das jetzt hier auf der Seite in dem Raum genauso machen. Ich dachte, das wäre ein Hinweis, aber ist es gar nicht. Habe ich mich vertan. Gut, gut, dann fangen wir jetzt an, hier am Rädchen zu drehen. Im wahrsten Sinne des Wortes drehen wir jetzt am Rad. Genau bis hierhin. Jetzt hat es nämlich so Klick gemacht, jetzt weiß man, dass das die richtige Position ist. Gut, bis dahin und der andere weiß ich nicht, der darf auch nicht so hoch. So, das war schon. Die Teile sind schon eingerastet. Die Maschine läuft. Die zwei Sachen sind, die zwei Räume sind jetzt genau identisch aufgebaut. Druckausgleich ist also vorhanden. Jetzt drehen wir hier an der Kurbel und stellen mal schneller eine Kiste drunter, wenn ich es hinbekomme. Da muss man nämlich nicht alles von Neues hochkurbeln. Ah, es wird ein bisschen eng. Könnte noch klappen. Ah, saubere Arbeit. Holen wir jetzt noch eine dritte Kiste. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinbekomme. War schon beim ersten Mal sehr schwer. Drehen das nochmal ganz nach oben. Holen uns die Kiste und versuchen die nach oben drauf zu setzen. Ah, das wird nichts mehr. Egal, wir ducken uns einfach. Diese Teile müssen jetzt erstmal darüber. Weil die brauchen wir jetzt. Einmal ducken, Daniel. So, hier müsste übrigens das dritte Stück liegen für die Maschine. Zeige ich euch jetzt. Da hinten ist nämlich an der Wand ein Rohr kaputt. Dafür nehme ich die schon mal mit. Aber das weiß ich noch ziemlich genau. Das ist auch in einem meiner Gameplay-Videos von letzten Jahr zu sehen. Das weiß ich noch ziemlich genau, dass ich hier einen Fehler gemacht hatte. Einen eindeutigen Fehler. Deswegen weiß ich jetzt schon mal, dass wir die Rohre brauchen. Oh, die Kurbel können wir gebrauchen. Was ist da nicht mal genau wofür, aber wir nehmen sie mit. So, diese Schalthebel, die bleiben erstmal, weil damit weiß ich gar nichts mehr leider anzufangen.
gehen erstmal auf die andere Seite linsen. Ja, hier ist auch nochmal das gleiche. Erster und vierter Hebel nach unten. Und hier ist das letzte Rohr, was wir brauchen. Das nehmen wir schon mal mit. Das müssen wir jetzt gleich zusammensetzen. Hinten in dem nächsten Raum. Das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, es ist nicht mehr völlig blind für mich, weil ich hab's halt schon mal durchgezockt. So, das lassen wir erstmal. Also erster und vierter Hebelstellung kommt nach unten. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch so. Ich hoffe, das geht, aber ich glaube, einer der Hebel klemmt. Ich war mir nicht sicher. So, der hier geht, glaube ich, nicht. Doch, der geht. Wundert mich jetzt. Ich dachte nämlich eigentlich, dass man die Nadel dafür braucht. Egal, gehen wir mal weiter. Machen wir hier die Tür auf. So, und hier habe ich damals, wenn ihr mein Gameplay dazu gesehen habt, die paar Videos, die ich geladen habe, ewig gebraucht, denn auch hier muss wieder alles identisch sein. So wie die Rohre auf der Seite zusammengesetzt sind, sind diese ja auch auf der Seite zusammengebaut. Und dafür habe ich ewig lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich bin jetzt nur gerade ein bisschen im Zweifel, weil ich habe 3 Rohre mitgenommen und auf der anderen Seite sind 4. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Oh, wir versuchen es einfach mal. So, jetzt brauchen wir noch eins. Müsste eigentlich jetzt schon so schicken. Ich muss ja kurz auf die andere Seite linsen. Okay. Ich glaube, das ist falsch. Das muss nochmal weg. Stimmt so noch nicht. Also da fehlt noch ein Rohr in der Mitte, das sieht man. Aber ich weiß nicht mehr, wo das lag. Hab ich das hier eben irgendwo übersehen? Natürlich epic. Ich glaube, das ist mir schon beim ersten Mal durchspielen passiert, dass mir ein Rohr gefehlt hat. Lass mal ein Rohr verlegen gehen, Freunde. Ein Rohr verlegen gehen. Okay, das scheint auch in dem zweiten Anlauf wieder zu fehlen. Das ist epic. Epic Fail von mir. Oh, ich kann es nicht ändern. Müssen wir das vierte Rohr suchen. Schön alles ausleuchten. Wo war das denn nochmal? Hallo Loa. Ist auf der Seite. Also hier war dieses Teil da, diese Kurbel. Jetzt sieht es nicht so aus, als würde ich noch nur auf dem Boden liegen. Ne. Oh, jetzt wird's bitter. Wo ist das vierte Rohr? Leuchte, leuchte. Wo bist du? Lag das hier unter dem Schuttberg? Ich weiß es echt nicht mehr. Also das Rätsel liegt ja immer in dem Raum selbst und das heißt, das muss irgendwo hier sein, das Rohrstück. Kann nicht woanders sein, das muss hier in dem Bereich liegen. Deswegen bete ich jetzt zum lieben Amnesia-Gott, dass das hier irgendwo in dem Raum oder in einem anderen ist. Also hier ist es auch nicht. Ne. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Jetzt haben wir echt ein Problem. Keine Notiz. Sieht zumindest nicht so aus. Nein. Hilfe! Hilfe! Boah. Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal gesucht. Ist das hier oben in der Decke irgendwo? Vielleicht liegt das auch in dem Raum selbst schon. Haha. Schnell nochmal zurück. Lauf. Lauf, Forrest. Ich meine Daniel, lauf. Vielleicht liegt das auch hier wo. Oder wir reißen hier einfach eins aus der Wand raus. Was haltet ihr davon?
Ja, weg mit dem Mist hier. Gib mir das so, ich mache hier alles kaputt. Los. Hier ist es auch nicht. Das ist epic, Freunde. Das ist nicht gut. Das kommt echt nicht gut. Ich will es drehen. Ja. Nee, so war schon okay gerade. Ah, komm. Ja. So, und jetzt gehst du bitte da dran. What the hell? Also, die haben schon eine vorgegebene Richtung hier. Das ist das episch an der Sache. Also, die Teile passen auch nur an einer Stelle. Jetzt geht's aber. Reicht das schon für den Dampfausdruck? Dampfüberdruck? Daniel? Oh nein. Tür zu. Versteckt euch. Versteckt euch. Da wollte ich damals schon mal hochklettern. Könnt ihr mir glauben oder könnt ihr es lassen? Ich wollte da hochklettern. Das ist so episch. Aber ich glaube, unser Freund ist jetzt hier. Huhuk. Nee, der ist doch nicht da. Komisch. Ich hatte in Erinnerung, dass er hier drin ist. Wenn man das zusammengebaut hat. Der Zweck des Innenheiligtums war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Also, die reden wieder von dieser magischen Kugel hier im Text. Wir wissen immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Beziehungsweise, ich weiß es eigentlich schon sozusagen, aber... Moment. Das werden wir später noch vertiefen. Ich will jetzt erstmal in den Friedhof. Will nicht, aber wir müssen dahin. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Trick. Als ich das damals rausgefunden hatte, ey, das hat so lange gedauert. Wir nehmen jetzt Steine und werfen die da oben auf die Tribüne gleich. Das war Stein Nummer 1. Wir werfen gleich mal 2-3 Stück hoch, da müssen wir nicht alles runterlaufen. Und zwei. Ah, das war nix. Nein, ich hab meinen Kopf. So. Nummer 2, einen nehmen wir noch mit. Müsste eigentlich reichen, um die Gewichte auszugleichen. Hopp. Nice. Jetzt schnell wieder nach oben. Jetzt zeige ich euch was ganz Geniales. Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Ob wir schon in den Friedhof kommen. Ach nee, das geht noch nicht. Fail. Weil das Wasser noch nicht abgelassen ist. Das heißt, wir kommen in der Zisterne. Das blaue Licht blendet ihn. Ach, das kennen wir schon. Den Text haben wir schon mal gelesen. Jetzt gehen wir in die Zisterne. Und da gehe ich gar nicht so gerne rein, denn da müssen verschiedene Ventile aufgedreht werden. Und oh ja. Da habe ich ganz böse Erinnerungen dran, weil ich das irgendwie nie auf die Reihe bekommen habe. Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir hier einige Zeit verbringen werden. In der Zisterne.